Herzlich willkommen zum Screencast Homepage Up to the Cloud. Mit diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Webseite im Internet veröffentlichen können. Dafür setzen wir auf die Dienste der Firma Cloud Control. Zunächst müssen wir uns ein neues Benutzerkonto unter der Website cloudcontrol.com anlegen. Nach der Erstellung des Accounts müssen Sie diesen noch bestätigen. Dafür klicken Sie auf den Link in der E-Mail, die Ihnen von Cloud Control gesendet wird. Jetzt können Sie die Dienste von Cloud Control nutzen. Für den Upload und die Verwaltung von Webseiten bietet Cloud Control mehrere Konsolenprogramme an. Diese sind innerhalb der virtuellen Maschine bereits vorinstalliert. Für die Übertragung der Website an die Server benutzen diese Programme die Versionsverwaltungssoftware Git. Für die Verschlüsselung und Authentifizierung benötigt Git Ihren Public Key. Sollten Sie diesen noch nicht, wie im Git Screencast gezeigt, erstellt haben, so wird dieser nun automatisch generiert. Jetzt erstellen wir eine neue App für unsere Website auf Cloud Control. Für den Application Type wählen wir PHP aus. Zum Testen werden wir als nächstes eine Beispielseite von Cloud Control hochladen. Dazu klonen wir das entsprechende Git Repository und laden es dann unter Angabe des Namens unserer App auf die Cloud Control Server hoch. Diese Schritte werden wir nun auf der Konsole durchführen. Zunächst laden wir das Repository der Testseite herunter. Schauen wir uns einmal an, was sich in dem geklonten Repository befindet. Wir sehen hier ein PHP-Skript und eine README-Datei. Jetzt werden wir das Repository hochladen. Intern wird nun der Push-Befehl von Git verwendet. Nach Abschluss des Pushs muss nun noch die Webseite aktiviert werden. Dafür verwenden wir den Deploy-Befehl. Wenn alles geklappt hat, ist unsere Webseite nun als Subdomain von cloudcontrolled.com im Internet öffentlich verfügbar. Die Subdomain entspricht dem Namen unserer App. Bei Aufruf der Webseite sollte Hallo Welt und eine PHP-Infoseite angezeigt werden. Wenn dies funktioniert hat, kann nun mit der nächsten Übung fortgefahren werden. In dieser soll ein Bootstrap-Projekt hochgeladen werden.